Guten Morgen, Leute, was geht ab? Ich laufe hier mit Sevi, der am Sonntag seinen ersten Marathon laufen wird in Berlin. Und ich bin am Montag seit 3 Monaten mal wieder Tempoläufe auf der Bahn gelaufen. War ganz gut. Aber meine Waden, Alter. Ah, es ist mehr ein Humpeln als ein Laufen. Sevi, was hast du dir vorgenommen für deinen ersten Marathon? Ja, um jetzt mal ein bisschen tief zu stapeln, ins Ziel zu kommen. Das Ganze möglichst schmerzfrei. Ja, und im Optimalfall unter 3 Stunden. Sollte eigentlich möglich sein. Ich weiß jetzt nicht genau, was der Rücken macht, aber ich habe gestern das Go gekriegt von unserem guten Herrn Dr. Matthias Brehm. Und wenn der sagt, das geht, dann geht's. Dann geht das. Also schauen wir einfach mal. Ich freue mich drauf auf jeden Fall. Hau rein. Ja, du auch. Ja, wegen morgen schreibe ich dir dann, was draufsteht. Oh. Da läuft er dahin. Leichtfüßig. Oh. Was haben wir? Ja, 9,8 Kilometer, 4,38. Mehr war jetzt aber auch echt nicht drin. Als ich angefangen habe zu laufen, habe ich mir gedacht, oh weh. Ich werde mich mit dem Sevi treffen und dann irgendwie noch 3 Kilometer laufen. Jetzt lief es doch ein bisschen besser. Zumindest habe ich es ganz gut hingekriegt. Ja, jetzt ein Brötchen holen, frühstücken, ab in die Bib. Und heute Abend bin ich ganz gespannt, weil ich endlich mal mit einer Radgruppe fahre, mit der ich sonst noch nie gefahren bin. Scheiße, ich bin viel zu spät. 16:30 ist Treffen. Das heißt für mich jetzt erstmal 30 Minuten Time Trial. Es sieht gut aus. Es liegt noch ein Berg zwischen uns. Vielleicht kann ich mir den Komm noch schnappen. Ansonsten hoffe ich, dass ich pünktlich komme. Ah, ich hasse es, unpünktlich zu kommen. Vor allem, wenn man das erste Mal irgendwo hinkommt. Naja, jetzt müssen es die Beine ausbaden. So Leute, ich habe es doch noch pünktlich geschafft. Ich war auch gar nicht der Letzte, der gekommen ist. Aber habe mich noch kurz verfahren, aber die Jungs haben auf mich gewartet. Wir sind jetzt eine Schleife gefahren von, wie viel Florenz? Von Lisbeck aus sind 67 Kilometer. 67 Kilometer. Neben mir Florenz Knauer. Florenz, erzähl mal 3 Sätze über dich. Über mich, ja. Ich bin 27 Jahre alt. Ich wohne in Lisbeck, arbeite bei Siemens in Nürnberg im Außendienst, mache Brandmeldeanlagen. Und wenn ich nur Zeit finde, fahre ich ein bisschen Rad. Okay, also wie der Frank halt ist, er untertreibt ein bisschen. Flo ist schon ein sehr, sehr guter Fahrradfahrer, fährt hier fürs Team Hermann, die ein fränkisches Team ist auch, oder? Genau, Beiersdorf. Okay, aus Beiersdorf. Und was für Rennen bist du gefahren dieses Jahr, oder was sind so deine Lieblingsrennen? Lieblingsrennen, gut, ich bin die allgemeine bayerische Saison gefahren mit den ganzen Straßenklassikern vom Anfang an. Wie zum Beispiel im Allgäu, Burgen, Schweinlang, das bin ich noch alles gefahren. Ja. Sind mehr so Tagesfahrten oder Kriterien oder? Ja, Anfang des Jahres meistens mehr so Rundstreckenrennen bzw. Straßenrennen, die länger sind, auf Endspurt gehen. Ja. Mitte des Jahres kommen dann die Kriterien hinzu. Okay. Wo man dann über eine kurze Runde und viele Runden dann auf Punkte dann den Sieger ringt. Genau. Das habt ihr ja schon gesehen. Ich habe ja auch 2 hochwertige Kriterien schon gewonnen. was würdest du sagen, was war der größte Sieg deiner bisherigen Karriere? Ich würde fast sagen, dass das letztes Jahr in Amerika bei der Cascade Cycling Classic die letzte Etappe war. Okay. Wobei ich ja auf meinen 2. Platz auf der ersten Etappe bei der 10 Kilometer Bergankunft recht stolz bin. Oh! Ich als Sprinter, ja. 10 Kilometer berghoch, war ich schon überrascht von mir selbst. Okay, also würdest du dich schon als Sprinter-Typ auch sehen? Ja, ich würde mal sagen, ich bin schon innen schnell. Ja. Kommen aber auch gut die mittelschweren Berge hoch. Was heißt denn endschnell für mich so als Hobby-Fahrradfahrer? Ist ja 50 km/h schon flott. Was heißt endschnell im Flachen in so einem Endspurt? Ja, es kommt immer ganz drauf an. Ich meine, wenn man 300 Meter
vorher um die Kurve fährt und die Zielgerade ist plus 300 Meter, ja, ist es schwierig, da 70 zu fahren. Aber ja, ich sag mal, es ist schon möglich, dass man weit über 60 fährt, 65. Wenn ich es jetzt drauf anlege, 70. Ja, okay. Ich schätze, in Kanada bei dem Sprint sind wir locker 70 gefahren. Okay. Also 70 km/h ist schon ein Brett, würde ich sagen. Florenz, sag mal drei Tipps für jemanden, der jetzt ins Rennrad fahren und so mit Jedermannrennen und so in den Rennsport einsteigen will. Was würdest du sagen in Deutschland? Den Rennsport? Ja, oder sag ich mal, wenn jetzt ein Hobby-Fahrradfahrer sich überlegt, okay, ich bin auf dem Rennrad immer ganz gut und er fährt sonntags dann noch einen Ortsschildsprint mit und so und jetzt ist es dem nicht genug. Was würdest du sagen, wo sind da, ja, wie würdest du es machen? Ja, ich denke, ganz geschickt wäre es, wenn man sich an Verein mit einigen Fahrern mit gleichen Interessen anschließt, mit denen dann viel mehr Spaß aufkommt, zum Rennen zu fahren, ja, und dann den einen oder anderen Tipp abgreifen kann. Okay. Also soll es fahrradtechnisch sein, soll es materialtechnisch, wo kriegen die, ja, ganzen Teile her und was ist vernünftig? Ja. Das denke ich schon ganz gut. Was würdest du denn sagen, wenn wir bei dem Thema sind, was ist vernünftig? Braucht man Carbonrenner? Ja, ich denke mittlerweile fährt zu 95% Carbon. Hey. Ja. Also ist schon so State of the Art, oder? Ist schon so das. Ich meine, die sind ja mittlerweile auch nicht mehr so teuer in der, ja, Schwingel. Ja. Ja, schwierig. Ich fahre, wie viele Jahre fahre ich Carbon schon? 10 Jahre, wenn es lang ist. Okay. Sogar länger. Also schon seitdem die eigentlich auf dem Markt sind dann, oder? Ja. Okay. So, mit diesen Worten, der Rest ist auch wieder rangerollt. Geben wir ab. Wir fahren hier rechts auf dem Radweg. Wir gehen jetzt Bier trinken, ich muss nach Hause fahren. So ist das, ne? Aber war schön, war gut. So Leute, das war auf jeden Fall wieder eine gelungene Aktion. Bin noch mit kurzen Hosen unterwegs. Ich glaube, das wird nicht mehr lange gehen, zumindest nicht um die Uhrzeit. Sobald die Sonne weg ist, wird es kalt werden. So, ich habe natürlich vorbildlich Lichter an. Trotzdem will ich schauen, dass ich jetzt vor der Dunkelheit nach Hause komme. Ich verlinke euch die Trainingseinheit von heute wieder bei Strava und am Samstag mache ich mich auf den Weg zusammen mit Susi, meiner Mama, mit Alois und mit Mario nach Berlin, weil am Sonntag ist Berlin-Marathon und da läuft der Sevi, den ihr heute früh schon mal gehört habt, und der Alois, und das wird auf jeden Fall ein ganz spannendes Wochenende in Berlin. Ja, und dann war es auch mit dem Blog für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Wie geil! Die Kühe schauen alle wie hypnotisiert auf diesen riesen Luftballon.